Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir und es gibt ja hier gerade den neuen Event Boss Kampf, wo wir gegen einen Riesenhorn kämpfen können und ich dachte eigentlich, dass der wahrscheinlich relativ einfach zu besiegen ist, allerdings habe ich in meinem Stream gestern häufig die Nachfrage bekommen, ey yo, wie spielt man gegen den, was ist ein Team, das ich benutzen sollte, was muss ich machen, um ihn zu besiegen. Es ist ja auch relativ wichtig, ihn zu besiegen, wir haben ja nur eine Woche Zeit, dementsprechend insgesamt 35 Matches bei einem Tageszähler von 5-5 und davon sollten wir wenigstens 21 gewinnen, um hier die ganzen Tickets mitzunehmen und die weiteren Belohnungen, die sich auf dem Weg dahin befinden. Welche Schwierigkeitsstufe ihr für diese Belohnungen spielt, ist dabei vollkommen egal, aus dem ganz einfachen Grund, dass es nur darum geht, einen Sieg mitzunehmen, aber ihr kriegt aus dem Dungeon selber, je höher ihr das Level spielt, bessere Belohnungen. Das heißt, hier unten kriegt ihr halt nur einen Erweckenstein Stufe 4 zweimal und das geht hoch auf Fälle bis zu einem Erweckenstein Stufe 5 zweimal, wenn ihr halt komplett lucky seid und die Goldkiste erwischt, die ich glücklicherweise auch schon einmal erwischt habe, aber meistens werdet ihr eher die Bronzekiste kriegen und euch ärgern, dass ihr hier nur zwei Ohren, zwei Flügel oder zwei Hörner kriegt. Seid gewarnt. 75% ist eine verdammt hohe Chance für eine Bronzekiste. Jetzt aber zu dem Team, das ich, beziehungsweise zu den Helden, die ich spielen würde, für diesen Dungeon, beziehungsweise Event-Cross-Kampf des Riesenhawks. Ich gehe dafür einfach mal auf Hölle, dadurch, dass Hölle das Spannendste ist. Und wir müssen uns, damit wir uns irgendwie überlegen können, was für ein Team wir spielen wollen, einfach mal angucken, was der Hawk als Gegner so für Fähigkeiten hat. Phase 1 und Phase 2 ist dabei ziemlich gleich, was hier die einzigartigen Fähigkeiten angeht. Und ansonsten geht es nur um die LP. Das heißt, es reicht, wenn wir uns eine Phase angucken. Und da sind hier hinten rechts immer die besonderen. Und das ist schon mal, dass der Boss-Schaden erhöht wird von Attack und Titan-Helden um 200%. Bedeutet natürlich, dass eure Attack on Titan Helden wie der SRR, wie Levi und die Mikasa, falls ihr sie habt, alle mehr Schaden machen, was extrem geil ist. Dann haben wir noch zwei weitere Fähigkeiten, dass Angriffsfähigkeiten um 300% erhöht werden. Das bedeutet, ihr wollt, wenn ihr zum Beispiel den grünen Eskano mitnehmt, habt ihr so eine Dieber-Fähigkeit mit dem Feuer, der Schaden wird nicht erhöht. Und ihr habt eine andere Fähigkeit, mit der ihr einfach draufkloppt, der Schaden wird um 300% erhöht. Und ihr habt hier noch eine Fähigkeit, die den ultimativen Move-Schaden um weitere 600% erhöht. Also es ist sehr wertvoll, die Ult eurer Helden zu rushen und damit der Ult draufzuhauen, weil die nicht ihren ganz normalen Schaden macht, sondern 600% extra Damage, was schon mal wertvoll ist zu wissen. Eine Fähigkeit hier drin ist aber auch noch sehr interessant und das ist diese Fähigkeit und die erhöht den Angriff aller Gegner, also die Gegner von Hawk, also unseren Angriff von euren Helden um 150%, wenn der Boss keinen Schaden erleidet, zweimal stapelbar. Das ist eine extrem wichtige Fähigkeit, die viele überlesen. Was ihr hier also machen müsst, ist, dass ihr in diesen Dungeon geht, in die erste Phase, zwei Runden nicht angreift und dann erst mit euren Attacken startet. In Phase 2 macht ihr genau das gleiche, ihr greift zwei Runden nicht an und startet dann mit euren Attacken. Was lernen wir also daraus, wenn wir uns das angucken? Wir lernen daraus, dass wir auf jeden Fall Attack on Titan Helm mitnehmen wollen, die wir haben. Ich habe, beziehungsweise jeder von uns hat auf jeden Fall den SRR, bedeutet den SRR kann jeder von euch mitnehmen, ohne große Probleme. Und eine weitere Unit, die ich jedem empfehlen kann, neben den SRR ist irgendeine Healer-Unit. Ein Beispiel dafür ist bei mir die rote Elisabeth hier am Start. Die zweite Healer-Unit, die sehr beliebt ist, ist die grüne SSR Elisabeth, die ist bei mir hier unten. Die könnte man theoretisch auch als Ersatz mitnehmen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die rote Elisabeth ein bisschen stärker heilt, dadurch, dass sie ja sowohl heilt durch eine Heilungsfähigkeit, als auch, dass ihre Ultimate Verjüngeffekt anwendet, bedeutet, ihr heilt auch noch über Zeit und ihre passive Fähigkeit heilt auch nochmal nebenher. Die grüne Elisabeth ist hingegen ein bisschen geil, um die Ult eure Helden schneller und einfacher zu rushen, bedeutet, wenn ihr die dabei habt, rusht ihr ihre Ult, setzt sie ein und habt dann die Ult aller anderen fertig. Ihr müsst jedoch bedenken, dass es gar nicht mal so wichtig ist, die grüne Elisabeth für den Ult Rush mitzunehmen, denn der Hawk hat hier auch eine Fähigkeit, ich bin mir gerade nicht sicher, welche das ist, die zumindest unsere Ult-Anzeige hier um 2 Punkte füllt und das ist ein AOE-Angriff. Den haut er meistens in Runde 2 raus, bedeutet die ersten 2 Runden greift ihr eh nicht an, könnt euch in diesen 2 Runden komplett ganz entspannt vorbereiten, kriegt hier nochmal 2 Ult-Punkte, könnt dann angreifen und habt dann eigentlich eure Ults direkt ready, sobald ihr sie ready haben wollt. Was macht ihr jetzt allerdings, wenn ihr Mikasa und Levi nicht habt, so wie ich, dass ihr einfach mit Full Attack on Titan Team reingehen könnt in diesen Dungeon? Eine Möglichkeit wäre hinzugehen und zu sagen, ich nehme noch einen weiteren Damage Dealer statt dem beiden mit. Empfehlung ist da zum Beispiel Eskano, egal ob grün oder rot. Der Rot hat natürlich 2 Angriffsfähigkeiten, dementsprechend sollte der Rote ein bisschen mehr Schaden machen können als der Grüne. Aber der Grüne hat halt dafür, den haben glaube ich mehr von euch und auch auf einem höheren Ult-Level als den roten Eskano. Der rote Eskano kommt erst nächste Woche in den Coinshop, dementsprechend kann man auch sehr gut den Grün mitnehmen, bedenkt jedoch, dass seine Dieber-Fähigkeit halt nicht den Bonusschaden macht, die andere Fähigkeit macht. Das kann man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Als letzte und vierte Unit würde ich mal versuchen, irgendeinen Supporter mitzunehmen, die beim besten Supporter dabei sind, beziehungsweise drei besten. Ihr könnt entweder mit Elisabeth auf Full Heal gehen, was okay ist, also dass ihr einfach nicht verreckt, weil ihr einfach die ganze Zeit gegen Heal, wäre eine Möglichkeit. Aber was wahrscheinlich besser ist, beziehungsweise die beste Wahl, sollte die Merlin sein. Bedenkt jedoch, dass bei der Merlin den Schild, den sie einsetzt, einfach von Hawk entfernt wird. Der hat eine Fähigkeit, dass unsere Buffs entfernt werden. Also es bringt nichts großartig, sich zu buffen. Auch nicht mit dem Eren, außer ihr greift in der jeweiligen Runde selbst an. Aber von der Merlin das Schild bringt halt gar nichts. Aber ihr könnt mit der Merlin hingehen und gerade in Phase 2 die Ult versuchen ein bisschen zu verhindern. Denn ab Phase 3, beziehungsweise ab der dritten Runde würde er ulten. Und diese Ult wollt ihr dann quasi einfach damit unterdrücken, dass ihr mit Merlin drauf habt, Merlin draufhaut und dann spart ihr euch halt diesen 350% AOE-Angriff von ihm, was ganz entspannt ist. Eine weitere Möglichkeit ist zu sagen, wir nehmen nicht die Merlin mit, sondern den Gopher und renkt einfach eure Fähigkeiten auf, um so noch mehr Schaden gegen ihn raushauen zu können. Doch probieren wir das Ganze jetzt einfach mal im Match aus. Ich benutze hier LP-Food, einfach nur um die ersten zwei Runden ganz entspannt zu überleben, ohne irgendwelche Probleme und danach mit meinen Ults draufzuhauen, aber das können wir uns im Match selber gegen den Riesenhawk einfach einmal anschauen, wie ich das Ganze meine, beziehungsweise wie ich das Ganze mache. Ich benutze die AOT-Helden sehr gerne, einfach nur aus dem Grund, dass ich sie habe, ich sie nur noch diese Woche benutzen kann und dementsprechend auch diese Woche benutzen möchte. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen defensiver spielen mit halt einem Supporter statt drei AOT-Helden, da das so schon einmal sehr knapp wurde und ich tatsächlich fast gestorben wäre gegen den Restemeister Riesenhawk. Also, der Match startet und wir bedenken, wir wollen nicht angreifen, wir wollen keinen Schaden machen, also benutze ich erstmal irgendeine Fähigkeit, die ich verschwenden kann. Ich könnte jetzt theoretisch noch die Healing-Fähigkeit verschwenden, die möchte ich aber erst in Runde 2 oder Runde 3 verschwenden, also gehe ich jetzt einfach random hin und ziehe meine Karten. Ich ziehe den Levi nur einmal, dadurch, dass er mit seinem AOE-Angriff ja gleich nochmal 2 Punkte auffüllt. Dann kann ich zweimal mit Levi angreifen in der Theorie. Und wenn ich dann zweimal mit ihm angegriffen habe, sind die 5 Punkte voll. Das gleiche mache ich auch einmal mit dir, Mikasa. Und ich weiß, mit dem Levi habe ich schon einmal angegriffen. Das heißt, wenn ich diesen einen Angriff benutze, bin ich jetzt bei nur 4 Punkten. Dementsprechend ziehe ich noch einmal, um den 5. Punkt sicher zu haben. Also mit Levi möchte ich zweimal angreifen, mit Eren möchte ich nur einmal angreifen. Und ich nehme halt die 2 Ull-Punkte von ihr. Bumm, hau gerne drauf, das ist doch nett. Hau gerne auch hier drauf, das ist doch auch nett. Und jetzt macht er noch Healing. Okay, ist ja gar kein Problem, wir haben ihn eh nicht angegriffen. Und jetzt seht ihr hier schon den ersten Buff auf unseren Units, was extrem cool ist. Wir gehen mal hier in Richtung Ult Rush, beziehungsweise das könnte man theoretisch auch später machen. Die Fähigkeit kann ich eh nicht einsetzen, von daher kann ich sie wegschmeißen. Und ich kann sagen, okay, um die Mikasa Ult zu rushen, ich werde ihre Fähigkeit nicht einsetzen, ziehe ich noch zweimal und durch den AOE-Angriff jetzt gleich ist ihre Ult direkt gerusht für die zweite Phase. Was ich versuche, beziehungsweise was ich hoffe persönlich, ist, dass ich es schaffe, in der ersten Phase mit maximal einer Ult anzugreifen und dann mit den jeweils anderen zwei Ults der AOT-Helden ihn zu töten. Bedeutet, zack, wir gehen mal mit den Sealing. Wir haben jetzt ein bisschen Pech, dadurch, dass die Angriffe von dem Levi gesperrt sind, bedeutet, den kann ich nicht benutzen. Ich möchte nichtsdestotrotz, glaube ich, beziehungsweise die Ult brauche ich nicht unbedingt rushen. Wir hauen einfach mal drauf. Hauen einfach mal drauf und die Fähigkeit macht wahrscheinlich kein Damage. Aber wir hauen einfach mal. Ja, komm, wir hauen einfach nochmal hier mit drauf. Dann haben wir 3 Ults gerusht. Kann gleich mit der Ult von unserer Elisabeth gegenhauen. Also es ist jetzt kein optimaler Run. Optimal wäre halt, wenn die Mikasa irgendwie den Attack-Stil oder meine rote Elisabeth den Attack-Stil kriegt, sodass ich halt mit Eren und mit meinem Levi ganz entspannt angreifen kann, wie ich angreifen möchte. AOE-Angriff hier in der ersten Phase ist auch nicht wichtig, ist gar kein Problem. Ja, heil dich gerne wieder selber. Und ihr seht, wir haben die ganzen Ults gerusht. Bedeutet, ich könnte jetzt hingehen, mit Levi angreifen und kann jetzt mit meiner Mikasa, das ist eine persönliche Entscheidung, eine Ult noch einsetzen, beziehungsweise gehe nochmal auf den Angriff, kann mit meiner Mikasa die Ult noch einsetzen und meine Eren und meine Levi-Ult sollten für die zweite Phase reichen. Dementsprechend kann ich das guten Gewissens machen. Wenn ihr allerdings nicht 3 Attack on Titan Helden habt, würde ich wahrscheinlich alle Ults bis in die zweite Phase aufbewahren und versuchen noch ohne Ult in der ersten Phase klarzukommen, was bei mir jetzt tatsächlich trotzdem der Fall ist. Also kann ich weiter all meine Ults ganz entspannt behalten. Sie ist, beziehungsweise Hawk ist jetzt im Würfel von Merlin und ihr seht, wir haben alle 4 Ults gerusht und was ich jetzt einfach nur noch mache, ist zu sagen, ich setze diese Verjüngungsfähigkeit ein und warte. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass dieser Hawk im Titel wahrscheinlich so langweilig ist, denn dieser Dungeon ist quasi 2 Runden, Karten ziehen, draufhauen. Dann wieder 2 Runden, Karten ziehen, draufhauen und der Hawk ist besiegt. Also Karten ziehen,
Die nächste Runde geht weiter, Hawk darf angreifen und jetzt kann ich gleich mit 3 Ults in der Theorie draufhauen und bin dann persönlich fertig mit diesem Dungeon und das war's quasi schon und ich habe die Punkte. Dass die Elisabeth stirbt, ist ja vollkommen egal aus meiner Sicht, die brauche ich ja hier nicht mehr, dementsprechend darf die gerne verrecken, deswegen ist es auch nicht schlimm, dass sie Level 65 ist. In der ersten Phase sollte sie nicht verrecken und in der zweiten Phase hat sie mir halt einmal ihre Ult gegeben, damit die Helden hier ganz entspannt überleben und ich mir keine Sorgen um die machen muss. Also 3 Ults, Levi, Start. Bumm, 5,5 Millionen und nochmal 4 Millionen, easy, Riesenhawk ist dann. Natürlich, falls ihr nicht nur Attack und Titan Helden habt, ist er nicht ganz so easy, das kann ich verstehen, aber den SRR hat ja zum Glück jeder von euch, von daher benutzt den auf jeden Fall, supportet den irgendwie ein bisschen mit Healing und ähnlichen und ich hoffe, dass dieses Video euch sehr gefallen hat, beziehungsweise dass das Video euch auch geholfen hat, wenn ihr Probleme bisher mit dem Riesenhawk hattet, dass es jetzt besser klappt. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, das war's von mir, euer Sonius94.